Herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, genau hier haben wir aufgehört. Wir müssen noch zwei so eine Log-Dateien finden. Und da unten war jetzt nichts mehr. Also denke ich mal, da mir hier mehr Punkte anzeigt, hole ich mir den erstmal hier hinten. Vielleicht haben wir ja Glück und da sind dann schon die zwei. Hier waren ja auch immer so eine Viecher gewesen. Wo genau ist das jetzt? Ich bin hier. Ach, hier hinten. Oh, da muss ich da runter, dahin. Die zwei hatten wir ja schon. Abgesucht. Ich denke, könnte wetten, dass es da hinten ist. Ui, was ist das denn? Ich will auf jeden Fall da hoch. Da ist das Gebiet, nämlich hier. Ah, hier waren wir ja vorhin schon mal, ne? Hier sind auch die Haufen. Oh, kann ich kurz aussteigen? Ich glaube, hier liegt irgendwo eine. Ja, da liegt eine. Weitere. Kapitel 4. Alles in Butter. Henry und ihre Stalker-Freunde haben zwar meine Tür ausgelöscht und das ganz besondere Muttertagsgeschenk gestohlen, das ich eigentlich gebastelt hatte, aber scheiß drauf. Er ist nicht tot. Verdammt. Muttertagsgeschenk zurück. Jack ist mein Zeuge. Das wird der beste Muttertag aller Zeiten. Und hier haben wir den... Henry? Ja, ach, ich bin schon raus. Kümmer dich drum. Oh, hier haben wir noch Raketenwerfer. Vor meinen Augen hat sie sie gefressen und ich schwöre bei Jack. Die stachelige Schlampe hat mich dabei ausgelacht. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, hau ab, Henry! Nein, Henry! Geh weg! Ach, der hatte versucht, so ein Vieh als Haustier zu halten, oder wie? Ja, das ist wohl nicht so gut gegangen. So, die Mission ist abgeschlossen. Jetzt können wir zurück. Hier kommt bestimmt gleich wieder dieses Vieh mit den langen Armen. Aber nein, ich will nichts mit dir zu tun haben. Also hier Turbo einsetzen mit dem Fahrzeug, das ist immer, also, weiß ich, da kann man fast gar nicht mehr steuern. Benutze ich deswegen fast nie. So. Die können wir abgeben. Ich habe nochmal überlegt, wo ich jetzt Pause gemacht hatte, kurz. Ja, das ist die natürlich, die Briefkasten-Mission, oder? Ne, Moment mal. Muss ich die da abgeben? Wie komme ich dann da hoch? Ah, hier hinten. Hyperion möchte daran erinnern, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. So. Ah ja. So. Ne Schrot mit Gift. Eine Moral von der Geschichte. Wer sich aber mit der Natur anlegt, wird... 344. Fressen. Ah, das Schild ist, gibt mehr Kohle. Hat sich in meinem Kopf viel tiefschürfender angehört. Verzeihung. Gelange zu deinen Freunden. Ja, das ist jetzt die Hauptmission wieder. Aber ich, da ist noch eine Mission. Kam jetzt noch dazu. Ja, das machen wir natürlich auch noch. Aber ich glaube, hier ist, normal. Wenn du schnell fahren kannst und nicht allzu viele dämliche Fragen stellst, wie warum tue ich das oder was stinkt hier so,
AZ, ach nee, das ist ja die... Overlook hatte erneut weniger Verstöße gegen die Ausgangssperre als Jack. Das ist ja die Mission, mit der Zeit. Umweltverschmutzung oder Beleidigung eingesetzt. Ja, die will ich jetzt nicht machen. Wir kaufen mal noch Munition. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Empfiehlst deinen Freunden, Markus? So, na gut, dann machen wir doch die Hauptmission weiter. Und was ist das? Ah, da, um die zu kriegen, glaube ich, muss ich erst die schaffen. Aber... Ah, ne, hier habe ich noch eine. Blockiert. Wieso blockiert? Kann ich noch nicht machen. Schade. Ne, da machen wir jetzt die Hauptmission. Ich glaube, die würde vor einiger Zeit hat einen Schatz vergraben. Wenn du ihn findest, gehört er dir. Ach, das ist eine ganz alte. Ach, die ist in... Ja, die könnte... Wenn wir jetzt... Ah, Mann, okay. Wenn wir jetzt zur Hauptmission, dann wird die vielleicht wieder freigeschalten. Das kann sein. So. Dann gehen wir jetzt nach Sanctuary zurück. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, alle Missionen zu machen, aber die mit dem Zeitlimit, ey, habt ihr selber gesehen, ey. Die erste, die war schon so ganz knapp, ne? Boah, guckt euch mal an, die Missionen hier alle, die es jetzt hier gibt. Ja, da haben wir ja richtig zu tun. Da haben wir richtig zu tun. Was ist denn hier los? Hey, wenn du nicht gerade nichts vorhast, könntest du mir helfen. Ja, klar. Hey, Lust, einen Mordfall zu klären? Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Abgedrückt hat. Die sehen echt alle gleich aus. Vierlinge? Also der hat ein Scharfschützengewehr, der hat einen Raketenwerfer, der hat, was hat der denn, eine Pistole und der hat auch eine Pistole. Ha je, das wird schwierig, aber ich könnte vielleicht der mit der Sniper, so vom Weiten hinterlistig, aber... Achso, ich muss mich mit dem Marshall auch unterhalten. Also vor ein paar Stunden habe ich einen Schuss gehört. Habe ich natürlich ignoriert, bis jemand gekommen ist und mich geholt hat. Ich habe den Jungen blutend auf der Straße vorgefunden, eine einzelne Kugel in der Kehle. Und einen von den Gatterjungs habe ich wegrennen sehen. Tja, mehr weiß ich leider auch nicht. Eine einzelne Kugel, ja, das ist Scharfschütze auf jeden Fall. Also bis jetzt bist du meine Nummer 1, ja? Du brauchst gar nicht zu gucken. So, dann gehen wir mal zu Moxie. Das geht nicht mehr lange gut. Was hat sie denn... Komm ich hier rein? Was hat sie denn zu sagen? Die Gatterbrüder? Ja, so einer ist vor ein paar Stunden hier reingeplatzt und verlangte einen sicheren Hafen. Ich sagte, ich kann ihm nichts versprechen. Da ist er giftig geworden. Ich musste zu Ruby greifen und ihm ein paar verplätten. Sein Schild hat die ersten zwei Schüsse geschluckt, aber puh, den letzten hat er gespürt. Ich lass mir doch in meinem eigenen Schuppen nicht drohen. Ja, der war es auf gar keinen Fall. Weil, der wollte... Ich glaube, der wollte Sex. Sicheren Hafen. Ich glaube, das ist so eine Art Redensart. Irgendwie von diesem Planeten weg. So, und ich will jetzt eigentlich zu Zed. Die anderen Missionen, die sammeln wir dann später ein. Und hier haben wir noch ein... Ist das immer dasselbe oder so? Ach, die gehen gar nicht mehr. Der Widerstand hat jetzt einen Kammerjäger.
So, Dr. Seth, was kannst du mir denn erzählen über die Banditen? Hä? Stimmt. Der ist wieder so gut wie neu. Aber das kleine Stinktier hat mir zu viel bezahlt. 6.000, 5.000 Pipen. Die musst du doch nicht beschlagnahmen, oder? Doch, die muss ich beschlagnahmen. Keine neuen Jobs für dich. Ey, ich will das Geld haben, ich will das beschlagnahmen. So, naja gut. Viele Aussagen nicht. Der hat jetzt noch den behandelt, der, glaube ich, bei Moxie in Allerwertesten geschossen wurde oder so. Aber ich denke mal... Es könnte schlimmer sein. Lass ich mal durch hier. Also ich denke mal, dass es der mit dem Scharfschützengewehr war. Würde ich doch nur verrückt werden. So, sieht man hier irgendwie eine Kugel. Ja, ich glaube mal, weil Raketenwerfer hätte zerrissen. Pistole hätten sie bestimmt noch mehrmals geschossen. Also ich nehme den hier. Okay, wenn du meinst. Der. Ja, ich war's. Ah, wusste ich doch. Aber ich bereue nichts. Tja, gute Arbeit, Deputy. Barlow dachte, er könnte ungestraft einen unschuldigen Mann erschießen. Aber das war ein tödlicher Irrtum. So. Ja, jetzt geben wir ihm die ab. Danke nochmal. Wieder was erledigt. Bitteschön. So, was machst du jetzt mit den anderen? Hier fehlt doch einer. Ist einer abgehauen? Ach nee, die können jetzt gehen. Ja, guck dir an, was dein Bruder gemacht hat. Weil hätte der mit einem Raketenwerfer geschossen, würden hier Einzelteile liegen, ne? Pistolen und er hatte gesagt, ein Schuss, ne? Und das ist meistens Sniper. So. Ja, jetzt müssten wir gelangen zu deinen Freunden. Die würde ich aber gerne noch nicht, dass dann schon... Aber wir können ja kurz mal die beenden. So. Die sind oben. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, dass es dann hier wieder weitergeht irgendwie. Aber ich denke mal, die haben dann nur... Ist jetzt vielleicht sicher. Aber was passiert, wenn Hyperion den nächsten Beschuss startet? Wir haben keinen Schild. Ah, guter Einwand. Ich gehe mal ans Echo. Hört mal, Hyperion. Falls ihr vorhabt, Sanctuary vom Himmel zu blasen, dann vergesst nicht... Ich kann die Stadt im Handumdrehen hinphasen, wo ich will. Aber wenn ihr noch ein paar Milliarden Dollar mit Mörserschlägen auf uns verschwenden wollt, dann nur zu. Sehr gut. Sie blufft also. Irgendwas davon war? Was? Ach Quatsch. Es ist ein Wunder, dass ich uns nicht in einem Berg gefaced habe. Ja, mich hast du auch einfach rausgeschmissen. So, Roland. Oh gut, du bist nicht tot. Seine Art zu sagen, wow, du bist der Hammer, freut mich, dass dir nichts fehlt. Oh, es gibt eine Trophäe und wir haben ein Waffenrüstungsslot mehr jetzt gekriegt. Klar. Super. Wenn es dich nicht gäbe, wären wir alle tot. Aber wir brauchen einen Plan. Jack baut weiter und kommt dem Krieger immer näher. Und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt hat. Dabei kann ich euch helfen. Du? Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Klar, hören wir auf den irren Computer, der uns umbringen wollte. Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wäre voller Beute? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts, geschützt durch drei unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Also ja, eine Todeswand. Dahinter liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde.
Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Was soll denn das heißen, verdammt? Hast du gehört? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Okay, das wäre dann die Hauptmission. Und wir haben ein Level-Up. Dauert jetzt schon ziemlich lange. Und jetzt der letzte auf dem Schild. Dann werde ich als nächstes einem Feind Schaden zufügen, lässt sich für ein paar Sekunden Gesundheit wieder... Oh, das ist auch sehr gut. Aber ich werde wohl erstmal hier die Rakete... Ja, als nächstes kommt auf jeden Fall hier erstmal die Rakete. Die braucht ja auch nur einen. Und was ist das? Killskill. Das Töten eines Feindes erhöht für ein paar Sekunden deinen Schusswaffenschaden und deine Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Aber wir machen erstmal hier die Gesundheit, dass wir hier Leben wieder bekommen, wenn wir auf ihn schießen. Ja, und letztendlich möchte ich natürlich hier runter, ne? Das hier möchte ich haben. Was war denn das hier eigentlich nochmal? Erhöht die Zielgenauigkeit deines Geschütz. Hm. Und das ist die Nachladegeschwindigkeit, ne? Hm. Ne, ich mache erstmal hier das hier, dann das. Und dann eventuell das noch. Ja, wir werden sehen. Aber ich würde auch gerne... ja, das werden wir nicht mal schaffen. Das werde ich erst im zweiten Spieldurchlauf wahrscheinlich freischalten können. Das ist natürlich auch hier ein Nuklearschlag, ne? Oder hier unten. Da müsste ich dann hier erstmal weitergehen. Nachladegeschwindigkeit. Aber wir bleiben bei dem anderen Baum erstmal. Und... Ja, das zweite Mal durchspielen, also New Game Plus, das werde ich dann natürlich nicht aufnehmen. Ich denke mal, dass hier einmal durchspielen schon, keine Ahnung, 60, 70 oder 80 Parts wären, bestimmt. So, Mission haben wir ja jetzt, und hatten wir hier hinten auch schon wieder was? Ne, da hatten wir nichts, okay. Ja, die ganzen nicht entdeckten. Ich werde jetzt mal alle einsammeln. Und eine, ach nee, die eine ist noch. Ach so, das ist. Nee, das war doch die hier gewesen. Die eine ist nicht entdeckt. Da müssten wir nochmal gucken gehen. In dem Gebiet. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier unten schön die Nebenmission abklappern mit euch. Weil gibt alles Erfahrung und ich weiß, warte mal, ich erinnere mich, glaube ich, an eine, die war hier vorne. Da ging es auch um irgendwie einen Streit oder so. War die nicht hier? Oder die kommt erst noch? Kann auch sein. Gut, Scooter hat hier drinne. Komme ich denn jetzt bei Scooter rein? Ach, hier nebenan. Scooter hat eine. Ich habe Arbeit für dich. Schnapp Shorty. Okay. Ah, er hat gleich mehrere für uns. Shorty muss sterben! Der Hurensohn hat eins von meinen Catch-a-Rides verschandelt. Und das dürfen nur Mädels, die ich flachlegen will. Und manchmal ich selber, wenn ich Knülle bin. Er versteckt sich im Stalker-Gebiet. Kauf ihn dir. Im Stalker-Gebiet, okay. Hast du vielleicht noch ein bisschen Iridium für mich hier? Ich gehe nur mal schnell hier hinten gucken. Leider nur Geld. Ja, was heißt nur? Geld brauchen wir auch. So, wir sammeln aber die anderen Missionen auch erstmal ein. Solange, Hauptsache keine, auf Zeit hier oder so. Das mag ich ja nicht so. So,
So, okay. Ein Bonimon hat meine Oma gefressen. Die ist auch noch. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson. Ach, die haben wir auch schon gehört. General ist immer dieselben. Und wie ich die Lance kenne, werden sie euch kalt lächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Hallo? Erstens, es gilt, Kochzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für... Du fragst dich, wieso ich nie selbst ins Feld ziehe. Die Antwort lautet Old Slappy. Ein Thrasher, der mich mal fast getötet hat. Die Wissenschaft fordert, dass ich ihm vergebe, ihn studiere. Mein Rachedurst fordert, dass ich ihn töte. Heute, mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Okay. Nimm meine Hand. Was? Oh, Slappy hat mir bei unserem letzten Zusammentreffen einige Gliedmaßen abgenommen. Ich hoffe, der Geruch meiner Extremitäten wird ihn aus seinem Versteck locken, um es zu Ende zu bringen, sozusagen. Platziere meine Hand vor Slappys Bau in den Highlands. Alles klar. Wird gemacht, Kollege. Aber... Moment mal, hier oben. Wie komme ich denn da hin? Außenrum anscheinend. Aber hier ist auch noch eine. Hier am schwarzen Brett. Zwei sogar. Vor 3 Jahren habe ich in Moxys Underdome 2 Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxie selbst. Den 2. Preis hat mir Jack abgejagt, den 1. ein Dieb namens Carson. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe, aber falls du sie willst, musst du Carson in the Dust finden. Okay, der Markus hat auch noch was für uns. Wir sammeln erstmal alle ein. Das wird aber einige Parts dauern, die... Hey, ich habe einen Job für dich. Ja, Jack schön. Jack hat meinen Privatsafe aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits in den Händen von irgendwelchen Banditen sein. Du musst zurück zu diesem monströsen Krater und mir mein Safe wieder beschaffen. Oh je. Lance Männer, Achtung. Hm. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stelle. Ja, die Dinger, die werde ich jetzt nicht mal einsammeln. Das ist immer dieselben. So, wo komme ich denn jetzt hier? Wieso liegt denn der immer noch hier rum? Das sind immer dieselben Dinger. Ja. Durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Thanos. Auch noch eine. Kommt nach Sanctuary. Es mag Leute geben. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten. Die dir nicht einen Batzen Geld für die Lieferung von Menschen aus dem Hyperion-Reservat zahlen. Jetzt ist hier rot. Solche Leute sind einfach nur dumm. So, in der Waschmaschine war doch manchmal auch dieses Iridium. Zu denen könnten wir eigentlich auch gehen. Ich weiß es gar nicht, wie viel wir davon haben. Aber ich habe gesehen, ein paar Missionen davon geben dann auch Iridium. Manchmal war ja hier auch was drin. Okay, in dem Fall nicht. Ah, hier. 12 Mal, ja, da könnte man vielleicht schon, aber ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, wir müssen schon mehr bezahlen. So, okay. Eine Mission ist hier noch. Und ich glaube, da muss ich hier rum. Ach, Claptrop. Wieder mal. Clappy. Hey, ich habe eine Aufgabe von... Ich habe Geburtstag. Vor 7 Jahren bin ich vom Band gerollt. Tu mir einen Gefallen und verteile die Einladungen für meine affengeile Geburtstagsparty. Und beeil dich, wir legen jede Minute los. Einladung nehmen. Okay. Lade Markus ein, lade Moxie ein, lade Scooter ein. Uiuiui, was sagt die Zeit? Ah ja. Schaffe ich das noch? Oh, Z ist gar nicht dabei. Okay, Scooter. Können wir hier. Oder nee. Wisst ihr was, Leute? Na gut, Scooter mache ich mal schnell noch. Ich bin jetzt schon wieder bei fast 25 Minuten. Ha!
Clappy macht eine Sause? Weißt du, ich würde ja hingehen, aber ich gehe doch nicht. Hast keine Zeit, ne? So, dann gucken wir mal, dass er nochmal speichert. Moxie ist da. Können wir ja schnell mal hier durchrennen. Moxie? Oh, tut mir leid, ich kann leider nicht. Gib Claptrap einen Geburtstagskuss von mir. Aber einen rein platonischen. Nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Aber du stehst doch eh nur den ganzen Tag hier rum. Wieso kannst du dann nicht, ne? So, Markus, wo war jetzt wieder Markus da hinten? Ist aber schade hier, wenn keiner zu seiner Party geht. Obwohl er manchmal nervig ist, ja, schon, aber... Nein. Nein. Es wird Zeit, dass die Party steigt. Die haben alle keine Lust. 2 Minuten. Uiuiuiui. Jack wartet nur auf den richtigen Moment. Ja, geh doch mal weg hier aus dem Weg. Ich muss zur Party, Mann. Ich hab Pizza und Luftschlangen besorgt. Schmeiß den Ghetto Blaster an und dann geht die Party richtig los. Ghetto Blaster? Okay. Nein, nicht gleich Ghetto Blaster. Die ja. Gäste müssten jeden Moment kommen. So. Ja, jetzt müssen wir hier 2 Minuten. Die müssen wir jetzt hier rumstehen. Ja, die Mission, die werden wir mal noch beenden. Natürlich schade, dass keiner. Aber Hauptsache, du hast Spaß, ne? Clappy? Ist ja leider keiner hergekommen. Oh, er hat extra hier richtig viele Pizzen geholt. Finde ich jetzt echt. Aber ich bin dein Kumpel, Clappy. Ne? Ich bin hier. Ja. Irgendeiner kloppt hier schon wieder. Hörst du mal auf damit? Und wie geht's? Ja, mir gut, aber. Die anscheinend. Nicht. Ja, ne? Ist ja bloß gleich hier um die Ecke, ne? So abgelegen in der Sackgasse. Also. Naja. Unterhalte dich ruhig mit niemanden. Was ist denn hier hinten? Ah, ich bleib mal lieber hier, nicht, dass die Zeit auch immer wieder von vorne losgeht. Es ist Pizza da, falls du Hunger hast. Ja. Ess ich doch gerne mal ein Stück. Die Pizza ist ein bisschen kalt. Naja, Pizza schmeckt doch kalt. Kein Problem. 50 Sekunden noch. Prost, Prost. Ja, hier, eine Tröte. Oh. Oh, stimmt. Ich hab ja gar keine Lungen. Untertan, puste doch mal da rein. Vielleicht kommt die Party dann in Schwung. Ach, ich soll mir selber eine nehmen. Ja, prima. Gefällt dir die Party? Ja, sehr nett. Gab was zu essen, Musik, ne? Trinken fehlt zwar noch, aber... Seufz. Ja. Tja, das war's dann wohl. Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist, Untertan. Ist ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich habe viel zu viel Pizza gekauft. Nimm dir welche mit nach Hause, wenn du willst. Mach ich doch gerne. Tut mir leid. So, ich nehme mir die mal eine ganze Packung, ne? Das war die beste Party, die ich je geschmissen habe. Ja, auf jeden Fall. Ne? Okay, Leute. Dann sage ich mal an dieser Stelle jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Borderlands 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte Kommentare und Likes. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, das nächste Mal haben wir sehr viel zu tun, würde ich mal sagen. Und sage Tschüss.